Nanu? Wer ist denn da weggerannt? Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu Mais. Oder zu Deutsch Mais. Der böse Bonduell-Mais ist da vorne gerade weggerannt. Okay, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt. Es ist ein Adventure, soweit ich weiß. Voll schön hier. Und hier sind irgendwo die Kinder des Zorns drin, ne, in dem Maisfeld. Okay, dann wollen wir mal. WASD hat er uns gesagt, zu moven. Ich weiß gar nicht, ob es Open World. Glaube ich eher nicht. Wir schauen mal. Können wir auch ein bisschen langsamer? Oh, wir können schneller auf jeden Fall. Okay. Irgendwie wurden wir hierher geschleppt gerade, ne? Kurzer Einwurf ins Spiel und schon geht's los. Nicht viel Tara drumherum. Wir sind hier irgendwo in so einem Maisfeld drin, ne? Und wir sind auch ein ganz spezieller Charakter. Mal gucken, ob man es nachher noch sieht. Ansonsten verrate ich es euch, aber man müsste es auf jeden Fall noch sehen. So, wo sind wir denn? Da ist ein Silo. Ist das die Zentrale des Maises? Die Hauptzentrale, wo sie ihre bösen Machenschaften planen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Können wir irgendwas machen? Nee. Hier sind irgendwelche... Was ist das denn? Das sieht aus wie riesige Zelthaken. Diese Dinger, die man benutzt, um so ein Zelt einzuspannen. Und hier haben wir irgendein Haus. Mal da rein. Ah. Okay. Und es hat ein bisschen was mit Rätseln zu tun. Open Door Panel. Soul for a Hand. Slot for a Key. And a Cycle. Ich denke, da brauchen wir erstmal die drei Sachen, ne? Also eine Hand. Dann irgendwie hier so ein Key. Und ein Kreis. Das Haus ist in diese Richtung. Hinweise über Hinweise. Auf einer Schublade, warum auch immer. Guck mal, wie schön der Sonnenaufgang oder Untergang, ich weiß es nicht. Sieht voll schön aus. Okay, wir gehen erstmal weiter. Escape or P to enter Pause-Menü. Okay, vielen Dank. Das ist der Hinweis, den ich gebraucht habe. Falls der Mais mir zu viel wird, dann flüchte ich in die Pause. Da war so eine Art Scheune, ne? Okay, es ist zum Glück kein Labyrinth hier. Ich dachte schon, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ah, Blumen! Oh nein, wir müssen uns doch entscheiden. Doch ein Labyrinth. Oh, geil, 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 geil. Ah, Mann, ich feier mittlerweile die Spiele so dermaßen. Sieht so schön aus. Und früher dachte man schon so, es ist schön, ne? Wenn man so Final Fantasy 7 und sowas gespielt hat. Und guck's jetzt an. Ich will gar nicht wissen, was dann später kommt, wenn man dann sagt so, oh, früher haben wir gesagt, das ist schön und dann sieht's noch anders aus. Okay, da kamen wir aber nicht weiter. Q. Das ist absolut nothing. Okay, was ist... Ja. Wenn wir Q drücken, passiert absolut nichts. Danke für diese Information. Oh Gott, ich hoffe, es trollt mich nicht komplett, das Spiel. Aber ich ahne Schlimmes. Wo ist denn der Mais hingerannt? Hier kommen wir auf eine Lichtung. Hm. Was ist denn hier los? Da ist das Haus. Und hier ist ein Schreibtisch. Mitten im Nirgendwo. Back in Fragezeichen Minutes. Left put by... Was?
Ach ja, können wir nehmen. Grab-Icon. Welcome. Items you can use. Okay. Sollen wir das jetzt einfach machen? Was war denn das? Das ist gesehen? Jetzt haben wir einen Muffin. Einen englischen Muffin. Ah, okay. Mit Mausrad wechseln wir die Sachen. A welcome note. Item add to folio. Wo ist denn die Folio? Wo können wir denn... P wahrscheinlich eher nicht. Q macht ja absolut gar nichts. F, Z, I, Inventory. F, Folio. Nee. B, Tab. Okay, keine Ahnung, wie ich das... Ah, auf der Leertaste. Welcome Note. Open the big door. Say hello. Okay. Tun wir das mal. Können wir hier noch mehr machen? Meinst du... Hier können wir nicht ran, ja? Nee. Tja, hier ist anscheinend das... Empfangskomitee dann gewesen. Extend your equipment item. Den Muffin. Ah. Härter als Granit. Okay, this is Muffin the most. Nothing near fit for. What you try about this? Give yourself head edge. Was ist denn da unten? Die. Achso. Gott, ich fühle mich. Ein kleines bisschen verfolgt. Sollen wir jetzt erstmal zu dem Haus gehen? Weiter vorne. Ich will nur gucken, was da ist. Da ist nämlich wieder ein Pfeil. Da geht's zur Mühle, ne? Ah, da hinten sehe ich sie durchschimmern. Okay, wir gehen erstmal zum Haus rein. Mal gucken, was wir in diesem Haus finden. Oh Gott, es sieht aus wie so ein altes, gruseliges Horrorhaus, ne? Ich hoffe, das ist es aber nicht. Story Items hier voll. Ja, das habe ich jetzt. Spacebar. Das hatte ich zum Glück schon rausgefunden gehabt. Danke aber. Danke dafür. Okay, da geht's zu dieser Vault Door. Da steht irgendeine gruselige Figur. Und hier ist ein altes Auto. Das scheint schon länger nicht mehr benutzt worden zu sein. Können wir da rangucken? Nee. Wir gehen gleich in das Haus. Ich gucke mich hier erstmal draußen um. Was wir hier denn so alle haben? Oh, guck mal, wie geil. Ein Thumbnail. Eigentlich wollte ich davor schon ein Thumbnail. Was soll denn das bedeuten? Ach, die Box. Ist das die Box? Da ist die Box. Da sind die Boxen. Aber ich gucke mich erstmal hier um. Oh Gott, es gibt ganz schön viele Wege. Dahinter geht es auch noch weiter. Scheint das Gartenhäuschen zu sein. Hm. Wo sollen wir denn jetzt hin? Da haben wir ein Scharnier oder sowas, ne? Ich glaube, da kommen wir gerade nicht ran. Da drinnen ist irgendwas. Ich komme hier aber nicht rein. Noch nicht. Eine Eule. Ach, ich wollte gerade springen. Kann er denn springen? Nee, ich glaube, springen kann er nicht. Wollen wir erstmal zu den Boxen gehen? Oder gehen wir ins Haus? Komm, wir gehen mal ins Haus und gucken mal. Oh, geil. Schaukel. Schaukel! Okay, die Tür leuchtet. Was ist das hier? When you set your place icon. Use leer. Doors locked. Okay. So viel dazu. Haben wir hier nicht irgendwie so eine Matratze, wo der Schlüssel drunter ist? Wo ist der Schlüssel für diese Tür? Oder wir schlagen mit dem Muffin die Scheibe ein. Das geht nicht. Okay, dann gehen wir mal zu the Box. Die bösen Boxen.
Können wir den jetzt werfen oder sowas? Nee, hier kommen wir gar nicht durch. Haben sie uns einfach zugestapelt? Okay, dann gehen wir mal hinten zum Gartenhäuschen. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin, Leute? Diese mysteriöse Musik, ne? Ihr wundert euch bestimmt immer noch, wer wir sind. Oder wohl eher, was wir sind. Ja, ja, ja. Fragen über Fragen. Erstmal hier jetzt. Ah, Radkappe. Ach, das ist gar kein Gartenhäuschen. Das ist hier so ein Hühnerstall, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Open Chicken. Corp Door, ja, der Hühnerstall. Was haben wir hier so alles rumliegen? Ganz schön vermüllt hier, ne? Aber hat irgendwie was. Irgendwie finde ich es schon gemütlich. Ich wäre da jetzt voll gerne. Aber wahrscheinlich wegen den Sonnenstrahlen, weil wenn ich bei mir gerade aus dem Fenster gucke, da ist nichts mit Sonnenstrahlen. Eine Wasserpumpe. Okay, gehen wir mal rein, ne? Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Können wir hiermit irgendwas machen? Das ist Futterkrüge, ne? Ein Schlüssel. There is a key. Take it. Der Farmhouse-Key ist im Hühnerstall. Warum auch immer. 1 und 2. Okay, können wir hin und her. Kann ich aber mit dem Mausrad. Mit dem Mausrad natürlich, nicht der. Da hinten geht es aber auch noch weiter. Hm, ich bin ja schon wieder neugierig. Moment, da haben wir die Eisen. Ja. Das hat sie uns doch schon mal gesagt. Wahrscheinlich macht Kuh irgendwann doch was. Der verarscht uns nur. Das Plumpsklo. Hier haben wir ein Plumpsklo. Okay, ein rustiger Nagel. Den können wir aber nicht einfach so mitnehmen. Aber wir haben hier einen Stein. Können wir mit dem Stein jetzt den Nagel da reinhämmern, oder? Hä, wo... Der Stein, der ist gar nicht da. Wo ist denn der Stein hin? Hm. Okay, ich denke, wir gehen erstmal ins Farmhaus. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwo vorgegriffen. Aber mit sowas müsste ich da doch rechnen. Dass man sich hier umguckt. Bin ja gespannt, ob da jemand drin ist im Farmhaus. Vielleicht sehen wir dann ja auch mal ein Spiegelbild von uns. Diese Musik erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Akte X. Die unheimlichen Fälle des FBI. Und Agent Mulder und Scully. Kennen bestimmt noch ein paar Leute. Dum, 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 dum. Gleich kommt das UFO. So, dann wollen wir mal. Wir benutzen den Key und open das Farmhaus. Lichtschalter. Nein. Hier ist ein Basecap. Ein Reindeer. Gott, hier ist es sehr dunkel. Können wir hier mal irgendwie Licht anmachen? Da liegt noch ein Brief. Was ist das für ein Brief? 3 von 75. Ach, das sind so eine Hinweise. Ach, da, guck mal, der Rock. Das war auch ein... Is this Rock you found near? You don't know why you have it. Ja. Einfach mal mitgenommen. Possible. Der hat einen Namen. Oder wir haben ihm einen Namen gegeben. His name is Chauncey. Okay. Was ist das hier? Irgendein... Total Payment in 30 Days. Eine alte Rechnung. Oh, oh, oh. Tree? Was hat er? 20 Hours? Hm. Wooden Statue. Caved Statue. Out of Oak Tree. Hospital Build.
Okay, irgendwo wurde da draußen eine Statue wohl angefertigt. Mal gucken, ob wir die noch sehen. Oder war das die vielleicht, die wir schon gesehen haben? Aus dem Eichen-Tree. Oder ist Ork Eiche? Ich glaube, Ork ist Eiche. Und hier ist ein Schachbrett. Es ist ganz schön dunkel hier, Leute. Macht mir mal Licht. Haben wir einen Flashlight? Nee. Okay, hier haben wir eine Kaffeemühle, ne? Mit der können wir irgendwas mühlen. Das ist Jam in Zeit, oder hiermit haben sie Marmelade gemacht. Und hier? Okay, ein Fruchtkäfig, eine alte Pizza. Hier noch mehr alte Pizza. Sollen wir jetzt Früchte sammeln gehen? Ein Old Steel. Können wir den Muffin da aufweichen? Der ist doch so hart. Nee. Oh. Was ist das? Ah. Nagelknipser. Erstmal Nagel schneiden. Und hier haben wir noch einen Stöpsel. Ach ey, was sollen wir mit den ganzen Sachen machen, Leute? Das kann ja heiter werden. Mach Stöpsel da rein. Ach, geht sogar. Und jetzt mach an. Nee. Okay, soweit, so gut. Können wir. Ach, hier liegt auch noch was. Öl. Können wir das Öl da reingießen? Oh, Tatsache. Und nun? Das Ding. Muffin? Froh? Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Scheinbar muss man das so machen. Vielleicht können wir da ja irgendwann irgendwas auflösen oder. Ah, was sind das da? C to crouch. Ich sehe nämlich schon, ja, hier. Geheimversteck. Und jetzt lässt sich die Wand verschieben. Oh, 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 oh. Open Secret Door. Na, da gehe ich aber noch nicht runter. Ich werde nämlich erstmal nach oben gehen. Mit meinem Nagelknipser in der Hand. Gut bewaffnet. Was wir da oben haben. Sind wir hier alleine? Ach, da können wir die Kiste hinstellen. Okay, es wird ein sehr viel vorgegeben. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Da liegt noch was. Guck mal jetzt. Können wir ein bisschen mal rüber blicken. Was ist das denn da für ein Ding, ey? Keine Ahnung. Das ist ein Bobby-Pin. Also so ein. Wie heißen die Dinger? So eine Klammer, ne? Also. So eine Heftklammer. Okay. Ich will aber wieder meinen Nagelknipser in die Hand haben. Fühle ich mich sicherer. Kommen wir da durch? Nee. Ja, hier ist eine Wardrobe, also eine Garderobe. Hm. Da können wir die Kiste hinstellen, ja. Ist soweit auch schon klar. Irgendjemand stapelt hier anscheinend gerne Kisten auch. Okay, dann stellen wir die Kiste da mal hin. Weil wir dann darauf können. Und dann. Was hat das jetzt für einen Sinn? Dass ich da die hinstelle? Komme ich jetzt irgendwie da. Hä? Können wir ihn aufknacken? Nee. Der Muffin irgendwas? Auch nicht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Ist bestimmt mega wichtig. Hm. Na gut, dann gehen wir erstmal runter in die verschlossene Tür. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Ich sehe zumindest gerade nichts auf den ersten Blick. Dann Nagelknipser in die Hand und runter in den Keller. Warte mal, können wir die Tür hier. Nee, ich dachte, die können wir uns als Fluchtweg vielleicht aufmachen. So, hallo. Gut. Keiner da. Warum auch immer hier unten Nebel ist. Da ist irgendwas. Ist schon ein bisschen gruselig. Ach, hier geht's. Ah,
jetzt haben wir die Kellertür geöffnet. Also falls wir mal eingesperrt sind, kommen wir da wieder raus. Und hier ist ein gruseliges Bild. Vielleicht der alte Hausbesitzer. So, hier, Missing Fuse. Okay, da brauchen wir noch eine Sicherung, die wir nicht haben. Und dann können wir hier wahrscheinlich mal Strom machen. Hm. Wo kriege ich denn jetzt einen Fuse her? So ein Bobby-Pin wird ja wohl nicht reichen als Fuse. Vielleicht der Muffin? Nee. Nagelknipser? Nee. Hm, müssen wir vielleicht doch erstmal noch zu den anderen Häusern? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Sind wir zumindest wieder draußen? Da vorne ging es ja noch lang, ne? Hier. Ist das die Holzstatue, ne? Ja, das ist die Holzstatue. Wo wir die Rechnung gefunden haben. Ah! Epischer Schein. Da sind auch wieder Kisten hingestellt. Da kommen wir nicht durch. Diese vermaledeiten Kisten aber auch. Die einfach zu schwer sind, um sie wegzumachen. Oh, was haben wir hier? Eine Broken Shovel. Was können wir denn damit machen? Können wir vielleicht nochmal zum Schrank? Vielleicht können wir da beim Schrank noch irgendwas machen. Komm, wir gehen damit mal dahin eben. Oder können wir damit umrühren? Vielleicht können wir einen Hexenbräu machen hier. Wir haben noch hier schon vorbereitet. Nee. Das da oben hat auch alles verschiedene Farben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Hintergrund diese Farben haben. Wahrscheinlich lässt sich daraus dann schließen, wofür es gedacht ist. Wo ist denn die Kiste? Da. Ah, wir haben Hebelwirkung. Alles klar. Wir haben die Hebelwirkung genutzt. Und kommen somit auf den Dachboden. Und da ist WD-40. WT-40. Okay. Das ist ein ganz bekanntes Spray zum Ölen. Oh, die Kiste. Mach mal auf. Ist da bestimmt ein Schatz drin. Oh nein, guck mal, was wir noch vor uns haben. Da ist noch einiges. Hm. Es bleibt spannend, es bleibt mysteriös. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, für die erste Folge reicht es hier erstmal. Dann mache ich hier erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder beim Mais. Oder Maze. Mit unserem Charakter, wo ihr immer noch nicht wisst, wer er ist, ne? Ich weiß es. Ihr nicht. Na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Bye, bye.